Jo, Servusler und willkommen hier in meiner kleinen Klemmbausteinecke. Heute haben wir hier mal wieder ein größeres Paket, einen größeren Karton. Und zwar von Blue Bricks. Die klassische Polizeistation von Blue Bricks. Wir reden hier von 2230 Teile. Ich muss ja immer ein bisschen rüberlucken, um zu spicken, weil ich die ganzen Zahlen und Angaben nicht im Kopf habe. Gekostet hat das ganze Set hier 99,95. Wenn ihr schnell seid, momentan mit 3% Mehrwertsteuerrabatt 97,43. Ja, natürlich im typischen schmucklosen Blue Bricks Karton. Von vorn. Von hinten einfach ein Karton. Hier an der Seite steht im Übrigen, was drin ist, damit wir hier auch ja das richtige Set auspacken. Mal gucken, ob er es einfängt. Vermutlich nicht. Egal. Das Set hat die Setnummer 10, 11, 15, wie gesagt, 2230 Teile, klassische Polizeistation. Es ist ein Modular in Polizeistation-Style oder eine Polizeistation in Modular-Style, wie dem auch immer. Ich selbst habe keine Polizeistation in Modular-Style. Ich glaube, von Lego gibt es auch gar keine. Und im Großen und Ganzen gibt es nur zwei auf dem Markt, und zwar hier die klassische Polizeistation von Blue Bricks und die eine Polizeistation, die momentan Buildmog auf den Markt schmeißt. Ansonsten gibt es, glaube ich, gar keine. Und ja, das hier wäre die günstigere Variante gewesen. Außerdem habe ich dann nicht warten müssen und aus China importieren und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, das Ding liegt schon ein paar Tage hier rum. In der Zwischenzeit habe ich mir jetzt dazu entschlossen, das doch mal auszupacken und aufzubauen. Ja, es sind ja wie gesagt über 2200 Steine. Wird wahrscheinlich wieder ein Dreiteiler. Modular bauen ist sowieso geil. Hat man schon länger nicht mehr. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Gehen wir rüber auf mein kleines Klemmbausteintischchen, backen den Karton aus, begutachten die Steine. Wenn ich mir hier das Bild so anschaue, dann haben wir überall dieses Sand Blue. Ich bin gespannt. Ist eine endgeile Farbe und ich hoffe mal, das Modular wird in echt genauso geil wie hier auf den Fotos. Ich bin gespannt. Da ist sie, die klassische Polizeistation von Blue Bricks. Zu erkennen am Aufkleber. Wo ist er denn? Da ist er. Und ansonsten unterscheidet sich dieser Karton nicht großartig von den anderen. Nur in der Zwischenzeit scheinen sie zugeklebt zu sein. Schneidet man mal auf. Einmal. Zweimal. Und dann gucken wir hier mal rein. Ich kippe das jetzt alles spaßeshalber nur mal daher. Ah, noch eine Plate. Und das war's. Karton ist leer. Ohne schwarze Baseplate. 32x32 in schwarz. Nochmal extra eingetütet. Gefällt mir, gefällt mir. So. Und hier. Sand Blue. Ich finde den Farbschlag Sand Blue ja allgemein extrem geil. Der hat mir bei den Xingbao-Zimmern schon immer recht gut gefallen. Und tut's hier wieder. Einmal zwei, einmal vier Bricks. Ohne Ende. Hammer. Fällt gleich der Pömpelmeister hier vom Thron. Nochmal eine Plate. So, zählen wir mal die Tüten. 29 Tüten und 5 Plates extra haben sie die vergessen und dann noch reingepackt oder so. Ich habe keine Ahnung.
Wie dem auch sei, Minifiguren haben wir natürlich keine, kann ich euch auch keine zeigen. Ja, was ich euch zeigen kann ist, wir haben hier teilweise wirklich Sorten rein, so die Tüten. 2x2 Fliesen in Dark Bluish Grey. 2x2 Bricks in Blau. 2x2 Bricks mit Maueroptik in Massen. Keine Ahnung, wie viele das sind. 50, 60, 70, ich weiß es nicht. Sand Blue Jumper Plates. 1x2 Bricks mit Maueroptik in Sand Blue. Round Blades, na Round Bricks. Mit Rillen. Light Bluish Grey Fliesen. Ohne Ende. 1x2 mit Maueroptik in Dark Bluish Grey. Einmal eins Brick Modified. Einmal zwei Bricks in Sand Blue. Das schaut aus wie Part Packs. Weiße Plates ohne Ende. Kleinteilige Döns. Hammer. Was noch dazu kommt, zeige ich es euch mal kurz hier. Aufkleberbogen. Den habe ich noch gesondert geordert. Ich mache den hier mal auf. Gucken wir uns den Aufkleberbogen an. Na komm, geh auf. Ich will das Ganze jetzt hier nicht unnötig knicken. So. So sieht der Aufkleberbogen aus. Stickerbogen, Polizeistation und Parkplatz. Den Parkplatz habe ich nicht geordert, weil ich ihn nicht brauchen kann. Fahndungswand oder so ähnlich. Wand mit Fahndungsfotos. Notausgang. Diverse Verkehrsschilder. Nicht rauchen. Unbefugten Zutritt verboten. Was steht in den Kleinen drin? Was steht da? Ach, auch unbefugten Zutritt verboten. Okay. Kein Durchgang. Dieser Bereich wird Video überwacht und so weiter und so fort. Ein Kalender für 2019. Keine Haftung für die Garderobe, ist auch geil. Eine Uhr, wa? Diverses Computer, Gedöns, Desktop, Tastatur und so weiter und so fort. Nummern, Tastenfeld für die Zelle oder so. Verschiedene Polizeiwappen. Leider kostet dieser Aufkleberbogen nochmal einen Fünfer bei Blue Bricks, was ich wahnsinnig schade finde. Aber ich bin gespannt, inwieweit sie korrekt ausgestanzt sind und welche Qualität diese Aufkleber haben werden. Blue Bricks produziert ihre Aufkleber ja in der Zwischenzeit selber und sie stanzen sie auch selbst. Bis jetzt schaut's gut aus, wie sie sich verkleben lassen, wie die Klebekraft ist, wie die Ausstanzungen sein werden wir alles herausfinden. Ich bin gespannt. Schauen wir uns die Bauanleitung an und wie es für Blue Bricks Specials typisch ist, nur in digitaler Form auf der Blue Bricks Homepage zu beziehen. Classic Police Station, klassische Polizeistation. 10, 11, 15, hier sogar mit Cover. So soll das gute Ding später mal aussehen. Ich bin gespannt. Hier mit Rückansicht. Bisschen Werbegedöns und dann geht's los. Eine Blue Bricks typische Bauanleitung, sag ich jetzt mal. Neue Bauschritte werden rot markiert, werden rot umrandet. So ähnlich wie wir es von Sembo kennen. So, ich gehe jetzt hier mal ganz runter. Wir haben insgesamt Werbegedöns. Hier im Übrigen der Parkplatz. Hof mit Parkplatz für klassische Polizeistation. Der könnte rein theoretisch an die Polizeistation dran genoppt, dran geklemmt werden. Habe ich nicht geordert, wollte ich nicht, kann ich nicht brauchen. Hier die Teileliste für all jene, die es interessiert, wobei die Bauanleitung ja hier eh für alle kostenlos zu beziehen ist. So, und wir haben 231 Seiten, 239 Bauschritte. Dann wird das gute Ding jetzt hier auch fertiggestellt und wir sehen hier ja, so eine Art Geheimtür, wahrscheinlich, um aus der Zelle ausbrechen zu können. Ja, so wie es jede
vernünftige Klemmbausteinzelle hat, ne? Irgendwo eine Ausbruch. Ne, Ausbruch sicher nicht, aber irgendwo eine Sollbruchstelle zum Ausbrechen, sag ich jetzt mal. Ja, hier ist Dach. Das Dach erinnert stark an das Dach der Tankstelle von Blue Bricks. Ähnliche Bauweise. Ich bin gespannt, ob es genauso fragil ist oder ob sie hier dazugelernt haben. Ich meine, man muss den Jungs von Blue Bricks schon eins, wie soll ich sagen, zugute halten. Sie sind lernfähig. Und Fehler, die sie in dem einen Modell gemacht haben, machen sie im nächsten unter Umständen nicht mehr. Und da, ja, sie entwickeln sich nach oben. Es ist eine Lernkurve zu sehen. Es ist eine Entwicklungsstufe, eine Evolutionsstufe zu sehen innerhalb ihrer Modelle, genauso wie in ihrem Auftreten auf YouTube oder allgemein in ihrem Sortiment. Und ja, das heißt ja eigentlich unterm Strich nur, es kann nur besser werden. Und das bedeutet wiederum, da kommt noch ends geiler Scheiß auf uns zu. Da bin ich überzeugt von. Da bin ich absolut überzeugt. Jetzt bin ich erstmal hier begeistert von der Polizeistation. Ich freue mich aufs Aufbauen. Ich mag ja dieses Sand Blue, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ich mag dieses Sand Blue einfach. Ich finde es eine wahnsinnig geile Farbe. Gefällt mir genauso gut wie Sand Green. Das sind so Farbtöne, so pastellmäßig, die, ja, vielleicht, weil sie in meiner Kindheit nicht vorhanden waren, lösen sie zwar, weil es Klemmbausteine sind, dieses Kindheitsgefühl aus, aber doch irgendwo hebt sie das Ganze ab von Spielzeug. Weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. So hätte ich gesagt, bau mal los, ich verteile das Zeug, beziehungsweise ich habe es schon in meine Eimerchen verteilt. Und wir fangen an, die ersten paar Bauschritte zu bauen. Hier die Plate wird gefliest, so wie ich das hier sehe. Mit vielen, vielen Plates. Und Fliesen und was weiß ich was alles. Machen wir Stopp bei 30 oder so. Wo wäre man da bei 30? Hier. Machen wir Stopp bei 30. Bis gleich. Wie angekündigt, Bauschritt 30. So sieht's aus. Wir haben den vorderen Eingangsbereich komplett gefliest und ihr seht schon, die Baseplate verzieht sich seitlich nach oben. Man kann nur hoffen, dass wenn hier jetzt das Gebäude draufkommt, wenn hier Gewicht draufkommt, dass es sich dann ein bisschen ausgleicht. Aber die Baseplate ist definitiv zu weich oder sonst was, um der Aufnoppung der Fliesen standzuhalten. Schade, schade, Marmelade. Ja, sowas hat man öfter mal, wenn das Spaltmaß stimmt nicht, aber wenn das Maß der Steine nicht ganz stimmt. Das heißt, wenn die Steine, die aufgenoppt werden, in dem Falle hier Fliesen, minimalst kleiner sind als der Noppenabstand der Baseplate, dann passiert sowas. Ne? Wenn ich was Kleines auf was Großes presse, dann zieht es natürlich seitwärts nach oben. Irgendwo muss es nachgeben. Man kann hoffen, dass es sich mit der Zeit entspannt. Da es jetzt bei mir sowieso in eine Street View reinkommt, also ich meine Modulars alle aneinanderreihe und dann auch eine Verbindung schafft zwischen den einzelnen Fliesen, sprich, ich werde hier eine Reihe Fliese abnehmen, so mache ich es bei den anderen auch, oder so habe ich es bei den anderen gemacht, um dann die Übergänge zu überfließen, damit das Ganze hier gerade wird. Das mache ich ja sowieso. Und ja, dann zieht sich das Ganze schon mit der Zeit hin. Was sofort ins Auge sticht, Leute, was sofort ins Auge fällt, typische Blue Bricks, wie soll ich sagen, Markenzeichen, ne? Das typische Blue Bricks Markenzeichen hier unten drunter ist alles blau. Blue Bricks ohne Ende. 2x2 Bricks. Ich habe keine Ahnung, wie viel. Zählen wir mal, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 34 Stück. 34 2x2 Bricks in blau. Hammer. So, wir drehen es um, schauen uns das Ganze von der Seite an. Hier schön mit Mauermusteroptik und natürlich die typische Pin-Aufnahme, wie es typisch ist. Für ein Modular von der anderen Seite ebenfalls. Reine Maueroptik auch hier. Ziehen sich die Fliesen, beziehungsweise zieht sich die Baseplate nach oben. Man kann ja hier immer nur aufs Gewicht hoffen. So, und von der Seite ebenfalls Pin-Aufnahme, Maueroptik und hier eine Aussparung für eine Tür oder sowas. Auf jeden Fall haben wir hier ein paar Jumper-Plates angebracht. Gucken wir uns das Ganze von innen an. Von innen sieht es so aus. Wir haben hier einen Treppenaufgang. Was jetzt hier im Einzelnen hinkommt, weiß ich noch nicht genau. Es könnten die einzelnen Zellen sein. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht kommen da jetzt noch Mauern hin oder sowas. Hier in der Mitte wurde alles gefliest. Ihr seht hier das Spaltmaß der einzelnen Fliesen.
teilweise nicht wirklich sauber. Das liegt halt einfach daran, man müsste jetzt ja alle Fliesen hier in eine Richtung ausrichten. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Hier in der Fliese sind Einschlüsse drin. Es ist kein Schmutz, habe ich nicht wegbekommen. Das ist im Plastik drin. Ist halt so. Was ich ganz interessant fand, wer mein Video gesehen hat zum Zegao-Haus, zum Zegao, wie hieß das Ding nochmal? Lasst mich mal überlegen. Corner Mall. Die Zegao Corner Mall, wer das Video dazu gesehen hat, der weiß, Zegao verwendet Steine von Lele, genauso wie Blue Bricks es tut. Und im Zegao-Haus waren einmal vier Fliesen mit verbaut, die alle eine Delle hatten an derselben Stelle, wovon ich ausgegangen bin, dass da die Gussform entweder ein Problem hat oder beim Lösen der Fliesen aus der Gussform es sich irgendwie verkantet und es so zu einer Delle kommt. Schaue ich mir hier die 1x4 Fliesen an, die Blue Bricks hier so mit drin hat, habe ich genau an derselben Stelle diese Delle. Selbe Stelle, selbe Delle. Lele, mehr sage ich nicht. Ein weiterer Beweis. So. Was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich... Ah ja, ich wollte hier drauf raus. Wir haben hier direkt auf die Baseplate gefliest. Hier drinnen aber nicht. Hier wurde das Ganze um eine Plate-Stärke erhöht, sage ich jetzt mal, indem hier unten drunter verschiedene Plates angebracht, aufgenoppt wurden. Das war an sich auch kein Problem. Nur aus irgendeinem Grund haben wir hier eine 1x2-Plate-Lücke. Das bedeutet, wenn ich hier auf diese Fliese drücke, dann löst die sich. Wenn ich jetzt hier das hier abmache, kann ich es euch zeigen. Blue Bricks, warum? Warum ist da eine Lücke, die ist so sinnlos wie ein Gropfer? 1x2 Plate in Dark Bluish Gray hätte euch nicht ärmer gemacht. Und ich bin überzeugt davon, wenn ich hier das Häuschen fertig gebaut habe, bleibt so eine 1x2 Plate über. Warum? Ich werde es hier auf jeden Fall unterbauen, dasselbe im Übrigen auch auf der anderen Seite. Nur passiert hier nichts. Naja, nur wenn man Eicher drückt, dann habe ich hier genau dasselbe Problem. Ja, nur wird das Ganze hier halt anders gelöst durch 1x4 Fliesen bzw. durch einen Treppenaufgang. Aber warum macht man sowas? Warum ist mir hier als Hersteller, als Designer, als was weiß ich was, zu geizig, zwei so kleine Steinchen mit dem Set zu schmeißen? Das ist doch kein großartiges Problem, auch in der Bauanleitung das zu ändern, wäre doch kein Problem gewesen. Ich verstehe es nicht. Klar, das Ding wird nicht bespielt, es steht nur rum, da wird nie wieder ein Mensch auf diese Fliese drücken, das tue nur ich, weil ich gern auf Fehler hinweise, ne? Und gerade gern mit dem Finger auf Fehler von anderen hinweise und auf andere zeige. Aber das ist ja auch irgendwo meine Aufgabe als YouTuber. Ich verstehe es halt nicht. Eine 1x2 Blade hier rein, eine 1x2 Blade hier rein und das Ding wäre komplett stabil gewesen. Im Übrigen, wir haben hier den kompletten hinteren Teil hier, von Mauer zu Mauer, den kompletten hinteren Teil mit Plates ausgekleidet. Nur eben diese zwei Stellen nicht. Das ist mir unbegreiflich. Wie dem auch sei, ich werde jetzt hier zwei 1x2 Plates reinzimmern. Man hätte es auch in einer anderen Farbe machen können, weil man sieht es hinterher sowieso nicht mehr. Also, ne, Blue Bricks Augenzwinker, der hätte auch rosa reinschmeißen können. Ne? Oder, was weiß ich, irgendwelche Farben, die ihr im Sortiment habt, die ihr nicht losbekommt, die hätte man da unterbringen können und zwar problemlos. Ich verstehe es halt nicht. Solche Sparmaßnahmen ohne Sinn. So, ich drehe es euch nochmal von der anderen Seite. Von der Seite seht ihr jetzt nochmal die Blue Bricks. Da wird jetzt vermutlich mal das erste Stockwerk oder das Erdgeschoss, das ja hier über diesen Treppenaufgang zu betreten ist, aufgenoppt. Die blauen Steine wird man nicht mehr sehen und ich gehe mal davon aus, dass hier unten drunter, der hohle Bereich, wird einfach überbaut und zugebaut und hier drin wird es hohl bleiben. So, davon gehe ich stark davon aus. Wir haben hier einen Treppenaufgang, der ganz hübsch gemacht ist mit Roundfliesen und so weiter und so fort. Hier vorne die Jumper Blade, was da genau hinkommt, weiß ich noch nicht. Vielleicht ist es auch nur, um eine Figur hier zu fixieren, keine Ahnung. Aber wenn wir uns hier seitwärts mal das Ganze geben, ich mache hier mal kurz die blauen weg. Genau dasselbe Problem, ne? Das Ding liegt komplett hohl. Es hält hier nur, weil die Bricks hier hinten verhindern, dass man die Treppe hinten abknickt. Ja. Als ich hier die erste Lage Plates angebracht habe oder draufgenoppt habe, konnte ich sie ebenfalls hinten eindrücken, weil hier keine Unterbauung stattgefunden hat. Ich versteh's, ne? Aber mei. Das hier hält,
Wenn es später mal überbaut ist, wird man es nicht mehr merken. Es wird nicht weiter tragisch sein. Es ist nur auffallend. Da wird ein bisschen in meinen Augen an der falschen Stelle gespart. Also behaupte ich jetzt mal. Hier wird gespart der Stabilität willen. Und das muss nicht sein. Zumal man das hier beheben könnte mit einem 0815 Sortiment an Steinen. Und die müsste Bluebricks problemlos auftreiben können, beziehungsweise im Sortiment sowieso schon haben. Ja, wenn ich mir die Farbtreue anschaue, dann bin ich bis jetzt so zufrieden. Also ich habe keine großartigen Farbausreißer. Es gibt hier und da mal ein paar Steine, die in den Nuancen nach oben und nach unten abweichen, aber es ist nicht weiter tragisch. Es ist nicht schlimmer oder nicht massiver wie bei anderen Herstellern, ganz im Gegenteil. Es ist vollkommen okay. Was auffällt ist, dass die einmal zwei Fliesen, die wir hier verbaut haben, matt zu sein scheinen. Dachte am Anfang, die sind hart kurz zerkratzt, aber nein, die sind matt. Ja, sowas ähnliches hat man ja auch schon bei unserem G-Star, bei unserem Messerschmitt. Da waren die einmal zwei Fliesen ebenfalls matt. Kann sein, dass China, die verschiedenen China-Hersteller, so nach und nach auf matte Fliesen umschwenken. Gut, wegen mir, aber dann halt bitte alles, ne? Und nicht bloß hier den ein oder anderen Stein. Das sieht immer ein bisschen komisch aus. Aber was soll's, es fällt jetzt nicht großartig auf und wenn ich in einer größeren deutschen Stadt am Gehsteig entlang spaziere, werde ich auch viele Steine, viele Pflastersteine sehen, die nicht zum Rest passen wollen. Ist halt einfach so. Also sagen wir, das Ganze wäre hier einer originalen Gehwegpflasterung nachempfunden, ne? Ja, hätte ich gesagt, bauen wir weiter. Gucken, was so noch auf uns zukommt. Ich schließe jetzt die Lücken. Wir werden da hinten weiterbauen, wir werden vorne weiterbauen. Was, wo, wie entstehen wird, werden wir so nach und nach sehen und kennenlernen. Und ich bin gespannt auf dieses Häuschen. Freue ich mich. Es gefällt mir. Es macht auch wahnsinnig viel Spaß zu bauen. Bis gleich. Naja, bis gleich weniger. Wenn schon, dann bis demnächst. Wir machen Ende Gelände, Leute. Wer wissen will, ob die Bluebricks Polizeistation was taugt, ob die Steine gut sind und wie es an sich weitergeht, der muss schon im nächsten Part wieder zuschalten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh, abonnieren nicht vergessen und ich sag Servus, bis zum nächsten Mal. Euer Doschen und baut was Schönes.